Han, was hast du da? Nichts. Du hast doch da was hinter deinem Rücken. Zeig schon her. Gut, aber verrat's nicht an den Hauptmann. Natürlich nicht. Hier. Was ist das? Eine Kassette? Aus dem Westen. Leg sie mal ein. Aber leise. Das könnte uns den Kopf kosten. Hörspielprojekt. Die Community für Hörspielmacher. Seoul, 2095, Südkorea. Die Frau war für eine Koreanerin ungewöhnlich hochgewachsen. Ihre Haare hatte sie mit zwei Nadeln zu einem Zopf gesteckt. Eine nasse Strähne kitzelte sie an der Wange. Sie strich sie zurück und sah sich konzentriert um. Zwei Männer waren ihr gefolgt und nur noch wenige Schritte hinter ihr. Bleib stehen, Frau. Ja, bitte. Was machst du hier so spät in der Nacht? Ich besuche einen Freund. Wir haben Ausgangssperre, weißt du das nicht? Nein. Siehst du kein Staatsfernsehen? Unser glorreicher Führer Gang Sang-hung hat das angeordnet. Das ist nicht mein Führer. Für diese Frechheit nehmen wir dich mit. Mal sehen, wie dir eine mehrmonatige Haft bekommt. Hände runter! Was machst du da? Die Frau löst ihr Haar mit der linken Hand, dann stach sie die Haarnadel in den Hals des Soldaten, der neben ihr stand. Dieser fiel zu Boden, riss sie mit, doch sie sprang auf und kratzte dem anderen durchs Gesicht. Dann ergriff sie eine Waffe und schoss. Was ist da los? Scheiße, noch welche. Die Zukunftschronik. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben, aber wir alle nähren diese Zeilen. Heute, hier und an anderen Orten. Die Zukunft kann beginnen. Da sind Sie ja endlich, Frau Cho. Ich wurde aufgehalten, Dr. Park. Kommen Sie, schnell. Gang Sang-hungs Truppen patrouillieren bereits durch die Stadt. Wie konnte Nordkorea nur so unterschätzt werden? Und weder die Vereinigten Staaten noch das Großchinesische Reich tun etwas dagegen. Wir können uns nur noch auf uns verlassen. Die Hoffnung des südkoreanischen Volkes liegt nun auf Ihnen, Frau Cho. Erklären Sie es mir, Dr. Park. Unsere einzige Möglichkeit, die Übermacht des Aggressors zu verhindern, ist, die Keimzelle im frühen Stadium zu zerstören. Töten Sie Gang. Ein Scherz. Die Situation ist zu ernst, um zu scherzen. Der Mann ist hervorragend abgeschirmt. Selbst ich habe keine Möglichkeit, auch nur in seine Nähe zu kommen. Doch, Sie müssen ihn zu einer Zeit treffen, in der er noch nicht seinen derzeitigen Status erlangt hat. In einer Zeit, in der er noch ein einfacher Student war. Das klingt doch zu fantastisch. Ich kann ja schlecht in der Zeit zurückreisen. Doch, das können Sie. Das müssen Sie. Es gibt eine Möglichkeit, ins Gestern zu reisen. Unsinn. Wir haben im Auftrag der Regierung schon lange nach einer Möglichkeit geforscht, nicht nur den Raum zu durchqueren, nein, auch durch die Zeit zu reisen. Und jetzt wollen Sie mir erzählen, dass es Ihnen gelungen ist? Zumindest in der Theorie, ja. Für den Fall, dass ich Ihnen wirklich glaube. Ich soll das Versuchskaninchen spielen, durch die Zeit reisen und Gang umbringen? Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wann? Jetzt, sofort. Und wie komme ich wieder zurück?
Das ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Sie meinen also, wenn ich durch die Zeit reise, opfere ich mein bisheriges Leben? Sie können sich ein neues aufbauen, in Korea, wie es vor 50 Jahren war. 50 Jahre zurück? Das wäre im Jahr 2045. Meine Eltern sind zu dieser Zeit noch Kinder. Meine ältere Schwester noch nicht geboren. Ebenso verhält es sich mit meinen Freunden, Bekannten oder Kollegen. Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Es tut mir leid. Wir haben keine weitere Option. Es wird nicht mehr lange dauern, dann haben Sie auch diese Einrichtung aufgespürt. Jetzt oder nie. Freiheit für Südkorea oder immerwährende Unterdrückung. Sie können sehr überzeugend sein, Dr. Park. Ich stelle nur die Fakten dar. Und wo finde ich Gang? Er ist zu der Zeit an der Universität von Pyongyang eingeschrieben. Und ich lande mitten in der Vorlesung, oder wie? Leider kann ich Ihnen nicht genau sagen, wo Sie auftauchen werden. Der Zielradius ist nicht sehr genau. Plus minus 100 Kilometer. Na, fabelhaft. Und es gibt noch einen Ungenauigkeitsfaktor. Auch bei der Zeitberechnung gibt es Abweichungen. Da dürfte es sich aber auch nur um wenige Wochen handeln. Sie werden also nicht in der Steinzeit landen. Ihre Ausführungen beruhigen mich schon sehr. Entfernen Sie jegliches Metall. Sie können keinen Schmuck mit rübernehmen. Aha. Muss ich mich auch ausziehen? Nein. Wieso sollten Sie? Ach, keine Ahnung. Hab das mal in einem alten Film gesehen. Es handelt sich um echte Wissenschaft, Frau Cho. Nicht um einen Science-Fiction-Streifen. Schon gut. Ihre Uhr? Aus Kunststoff, denke ich. Gut. Wenn nicht, werden Sie schwere Verbrennungen davontragen. Öffnen Sie, Dr. Gang. Sofort! Wir haben keine Zeit mehr. Gehen Sie in die Kammer. Schnell! Gut. Öffnen Sie! Hocken oder besser setzen Sie sich auf die Markierung. Vermutlich werden Sie ohnmächtig. Sie beugen damit einen Sturz vor. Mache ich. Viel Glück, Frau Cho. Hoffentlich sehen wir uns in einem freien Korea wieder. Das hoffe ich auch, Doktor. Natalia schloss die Tür hinter sich und setzte sich auf den Boden. Hinter einer Scheibe sah sie, wie Dr. Park hastig einige Koordinaten auf einem Bildschirm eintippte. Sie hörte eine Sprengung und wie einige Soldaten das Labor stürmten. Der Doktor wurde niedergeprügelt, dann entdeckten sie Natalia. Ihr schwanden die Sinne. In der Nähe von Kangnam, 2045, Nordkorea. Störung. Gegenstand / Lebewesen verhindert Fortbewegung. Bitte entfernen. Benommen kam Natalia zu sich. Sie lag in einem Reisfeld. Ihre Kleidung war durchnässt. Sie drehte ihren Kopf und blickte auf die blinkende Front eines Ernteroboters, der seine besten Zeiten bereits hinter sich zu haben schien. Rostbraun war der Körper, der auf einem Kettenlaufwerk ruhte. Roboter, wo befinde ich mich hier genau? Störung. Gegenstand / Lebewesen verhindert Fortbewegung. Bitte entfernen. Der Intelligenteste scheinst du ja nicht zu sein. Störung. Gegenstand / Lebewesen verhindert Fortbewegung. Bitte entfernen. Ist okay, ich bin schon weg. Hey, was machen Sie da? Entschuldigen Sie, guter Mann. Das ist mein Feld. Können Sie mir sagen, wo ich mich hier befinde? Gibt es hier eine größere Stadt? Gangnam ist nicht weit von hier. Danke. Wo finde ich denn einen Taxistand? Ich muss nach Pyongyang. Das haben wir hier nicht. Aber es fährt ein Bus in die Stadt. Aber ob Sie der Fahrer mit Ihrer nassen Kleidung mitnimmt? Seltsame Sachen, die Sie da anhaben. Ich versuche es einfach. Können Sie mir den Weg erklären? Zunächst von meinem Feld runter. Dann die Straße entlang bis ins Dorf. Irgendwann steht dann auf der linken Seite das Wartehäuschen. Früher mal mit einem elektronischen Haltesignal, aber das funktioniert schon lange nicht mehr. Danke sehr. Natalia lief an der Straße entlang, ohne dass auch nur ein Auto an ihr vorbeifuhr.
Nur einmal wurde sie von einem jungen Mann auf einem Fahrrad überholt, der so etwas wie ein Lächeln zeigte. Nach einiger Zeit erreichte sie das Dorfinnere, das recht trostlos auf sie wirkte. Sie beschloss, sich erst einmal um unauffälligere Kleidung zu kümmern und fand nach kurzer Zeit das, was sie suchte. Über einer Wäscheleine hingen einige zumeist graue, schlichte Kleider. Zwischen zwei Leinen zog sie sich um und ließ ihre eigene Kleidung zurück. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie von einem alten Mann beobachtet worden war. Die Vorstellung ist zu Ende. Natalia brauchte nicht lange an dem Wartehäuschen der Buslinie zu warten. Nach einiger Zeit tauchte tatsächlich ein alter Bus auf, der offenbar vom Anfang des Jahrtausends stammte und mit einem Ruck zum Stehen kam. Fahren Sie nach Pyongyang? Ja, das tue ich. Was kostet die Fahrt? 890 Won. Sind Sie noch nie mit dieser Linie gefahren? Nein, und ich habe ein Problem. Mir wurde vorhin leider mein Geld gestohlen. Ah, das tut mir leid. Aber ohne Geld darf ich Sie nicht mitnehmen. Können wir denn da gar nichts machen? Sie haben eine sehr schöne Uhr. Aber die ist... Ach, hier, nehmen Sie. Wunderschön. Bitte? Na, Ihre Schuhe. Die sind bestimmt aus der Hauptstadt, habe ich recht? Wir könnten fast die gleiche Schuhgröße haben. Möchtest du tauschen? Ach, wirklich? Das wäre großartig. Oh, vielen, vielen Dank. Die sind einfach wunderbar. Fährst du auch nach Pyongyang? Zufällig zur Universität? Ja, ich fahre auch in die Hauptstadt, aber nicht zur Universität. Ich kann nicht einmal lesen. Ich besuche nur meinen Großvater, aber der wohnt auch in der Nähe. Kannst du mir sagen, wo ich aussteigen muss? Das ist einfach. Wenn ich aussteige, sind es noch 3 weitere Stationen. Dann musst auch du raus. Die beiden jungen Frauen unterhielten sich noch eine Weile und Natalia bekam einen kurzen Einblick in die Welt, in der sie nun lebte. Schließlich verabschiedete sie ihre Gesprächspartnerin, die nun ihre Schuhe trug, die nur mehr als deplatziert in dieser Zeit wirkten. Sie sah der jungen Frau noch hinterher, als diese ausstieg. Dann setzte sich der Bus wieder in Bewegung, der sich nun zusehends gefüllt hatte. Neben vielen anderen Fahrgästen stieg sie am Unigelände der Stadt aus. Es war dunkel geworden und so verwarf Natalia den Plan, noch heute nach der Zielperson zu suchen. Zu allem Überfluss hatte es auch noch zu regnen begonnen. Ziellos lief sie durch die Stadt, die altmodisch und oft baufällig auf sie wirkte. Bei diesem Wetter befand sich kaum noch jemand auf der Straße. Nach einiger Zeit suchte sie einen etwas geschützten Kellereingang auf und versuchte zu schlafen. Die liegt schon die ganze Nacht dort. Hey, junge Frau, Sie können hier nicht einfach rumlungern. Verzeihen Sie, ich suchte Schutz vor dem Regen. Verschwinden Sie, sonst muss ich Sie mitnehmen. Unsere Gefängniszellen sind auch nicht viel bequemer. Sie wollen sie laufen lassen? Einfach so? Sie hat sich nicht strafbar gemacht. Aber sehen Sie doch nur, wie sie aussieht. Ganz schmutzig und durchnässt. Das ist kein Strafbestand, gute Frau. Ich danke Ihnen. Ich gehe schon. Aber lassen Sie sich in unserer Gegend nicht verblicken. Solch widerliche Weibsbilder wie Sie verdrehen unseren Männern nur den Kopf. Natalia ließ die Frau schimpfen. Sie war froh, dass sie der Polizist nicht mitgenommen hatte. Hunger kam in ihr auf. Sie verdrängte die Gedanken an Essen und machte sich auf zur Universität. Der Universitätskomplex von Pyongyang war schnell gefunden. Doch Natalia hatte keine Ahnung, was Gang Sang-hung überhaupt studierte.
Ihre Abreise hatte so überstürzt stattgefunden, ohne dass Dr. Park ihr weitere Informationen über den Mann mitgeben konnte. Sie wusste aus den Nachrichtensendungen nur noch, dass er sich mit Robotik beschäftigt hatte. So verbrachte sie die nächsten Stunden damit, jeden Studenten, der ihr begegnete, nach der Zielperson zu fragen. Gegen Mittag setzte sie sich resigniert auf eine Bank. Ein junger Mann ließ sich neben ihr nieder und begann aus einer Plastikschüssel ein Reisgericht zu essen. Ist irgendwas? Entschuldige, ich habe nur seit gestern nichts mehr gegessen. Willst du? Oh, ja, danke. Hast du einen Hunger? Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Du kommst nicht von hier, oder? Ich komme vom Dorf. War noch nie in so einer großen Stadt. Pyongyang ist beeindruckend, nicht wahr? Die fortschrittlichste Stadt der Welt. Wirklich sehr imposant. Ich heiße Lim Fuang. Natalia. Natalia Cho. Ein ungewöhnlicher Name. Wirst du hier studieren? Nein, ich bin nur auf der Suche nach jemandem. Vielleicht kennst du ihn. Gang San Hung. Ich soll ihn von seiner Familie grüßen. Den kenne ich tatsächlich. Woher kennt er denn solch ein hübsches Mädchen? Danke. Wir kennen uns aus unserem Heimatdorf. Komisch. Er ist doch übers Wochenende zurückgereist. Er wollte seine Doktorarbeit vollenden. Ach, wie dumm. Und was mache ich jetzt? Sein Bruder Kyu-sung ist noch hier. Hab vorhin noch mit ihm gesprochen. Ach, kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Kyu-sung wollte in die Bibliothek. Er hilft da aus. Hat sogar einen Roboter für den Eingangsbereich gebaut. Der funktioniert aber nicht richtig. Deine Schüssel war sehr lecker. Wie erkenne ich Kyu-sung? Du machst dich über mich lustig, oder? Die beiden sind doch Zwillinge, sogar eineige. Hier stimmt das Sprichwort, dass ein Reissack wie der andere aussieht. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich den beiden begegnet bin. Die unterscheiden sich nur durch den auffälligen Wirbel, den Kyu-sung auf dem Kopf hat. Deshalb trägt er immer diesen komisch aussehenden Seitenscheitel. Naja, und er hat auch einige Kilos weniger als sein Bruder. Wirst ihn schon erkennen. Grüß ihn von mir. Das mache ich. Danke für deine Hilfe. Natalia hatte sich den Weg zu der Bibliothek von dem jungen Mann erklären lassen. Schnell fand sie zu dem imposanten Gebäude. Im Inneren befanden sich tatsächlich hauptsächlich Bücher. Die Regale reichten bis an die Decke. Vermutlich beherbergte eine südkoreanische Bibliothek selbst in diesem Jahrzehnt kaum noch Bücher aus Papier. Hier aber schien die Zeit fast stehen geblieben zu sein. Es gab zwar auch einige Bildschirme, vor denen die Studenten saßen, aber das war eher die Ausnahme. Die meisten hockten an kleinen Tischen über Bücher gebeugt oder machten sich mit Zetteln und Stift Notizen. Natalia lächelte. Sie selbst hatte nie schreiben gelernt. Man brauchte es schlicht schon lange nicht mehr. Nur Hör- und Sprachgeschädigte, die sich kein Implantat leisten konnten, tippten Texte in ein Armpad oder in eine virtuelle Tastatur ein. Bitte legen Sie Ihren Bibliotheksausweis vor. Den habe ich nicht. Falsche Verknüpfung. Bitte legen Sie Ihren Bibliotheksausweis vor. Ach, du kannst mich mal. Antwort unzulässig. Bitte legen Sie Ihren Bibliothek... Ich komme, Frau Kim. Entschuldige. Die Software ist noch nicht fehlerfrei. Zeig mir bitte noch mal deinen Bibliotheksausweis. Ich habe leider keinen. Bist du keine Studentin? Nein, ich wollte mich nur aufwärmen. Ich wurde gestern bestohlen und habe die ganze Nacht im Freien verbracht. Kann ich dir irgendwie helfen? Dich vielleicht zur Polizei bringen? Nein, es geht schon. Nur etwas aufwärmen. Das geht hier nicht. Wir sind eine Bibliothek. Sie sehen doch, dass sie ganz durchfroren ist, Frau Kim. Kümmere dich lieber um deinen Roboter, Kyu-sung. Warum sie uns dich und nicht deinen talentierten Bruder zugeteilt haben, werde ich nie verstehen. Du bist Kyu-sung? Ja. Ich soll dich von Fuang grüßen. Danke. Warte mal einen Moment. Gang Kyu-sung öffnete eine Klappe an dem Hinterkopf des Bibliotheksroboters,
und entfernte ein Bauteil. Der Roboter sackte in sich zusammen. Der Student strich sich durch sein Haar und nun fiel Natalia auch der Wirbel am Kopf des jungen Mannes auf. Er nahm sie unter dem strengen Blick der Bibliothekarin an der Hand und zog sie mit sich raus. Wenn du möchtest, kannst du dich bei mir etwas ausruhen. Ich habe ein Zimmer hier in der Stadt. Dort wohne ich zusammen mit meinem Bruder während des Studiums. Aber er ist für einige Tage nicht da. Danke, das ist sehr nett. Gerne. Sag mal, woher kennst du Vorhang? Ich habe ihn ehrlich gesagt vorhin erst kennengelernt. Er hat sein Essen mit mir geteilt. Das ist Vorhang, wie ich ihn kenne. Wie meinst du das? Für ein hübsches Mädchen würde er alles tun. Selbst auf sein Essen verzichten. Und was würdest du für ein hübsches Mädchen tun? Was du willst. Steig auf. Kyu-sung zeigte auf ein Fahrrad, das neben vielen anderen unter einem Baldachin stand. Natalia kannte solch ein Gefährt nur aus alten Filmen und nahm auf dem Gepäckträger Platz. Mit ihren Armen umklammerte sie die Taille des Studenten. Dann fuhr er los. Vorsichtig hatten sie sich auf das Zimmer geschlichen. Fast ängstlich hatte Kyu-sung vor seiner Vermieterin, Frau So-ok, gewarnt, die es nicht schätzte, wenn die Brüder Damenbesuch nach Hause brachten. Es amüsierte Natalia, denn selbst in diesem Jahrzehnt waren die Moralvorstellungen in Südkorea doch ganz andere als hier im Norden. Das ist mein Reich. Nicht gerade groß, aber ich arbeite daran. Willst du dich setzen? Danke. Oh, verzeih. Moment, ich räume eben die Klamotten weg. Danke. Da fällt mir ein, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Natalia. Bist du keine Koreanerin? Zur Hälfte. Meine Mutter ist Weißrussin. Und von wo kommst du? Aus Undok im Norden. Hört man gar nicht. Dein Bruder kommt bald wieder? Am Sonntag. Wenn du also möchtest, kannst du gerne so lange hier wohnen bleiben. Das möchte ich. Natalia konnte ihr Glück kaum fassen. Sie brauchte nur in Seelenruhe auf Gang Sang-hung zu warten. Er würde ihr einfach so in die Arme laufen. Nur, was sollte sie mit dem Bruder machen? Er war nett zu ihr und hatte den Tod nicht verdient. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass jemals in den Nachrichten von ihm die Rede gewesen war. Sie hoffte, ihn verschonen zu können. Guten Morgen. Morgen. Oh, verzeih. Du hast nur Unterwäsche an. Ist schon okay. Die Narbe, woher hast du die? Mein Bruder und ich waren bei der Geburt an der Hüfte zusammengewachsen. Zum Glück für mich hatte aber jeder von uns seine eigenen Organe. Ansonsten hätten sich meine Eltern sicherlich für meinen Bruder entschieden. Mit 5 wurden wir getrennt. Habt ihr ein inniges Verhältnis? Nein. Nein, ich hasse meinen Bruder. Er ist in allem besser als ich. Nun schreibt er bereits seine Doktorarbeit. Obwohl wir zur gleichen Zeit mit dem Studium angefangen haben. Er ist also der Gescheite und du der Attraktive? Oh, danke. Er ist tatsächlich etwas dicker als ich. Und seine Haare fallen ihm schon aus. Deshalb hat er sich vor kurzem von seiner Haarpracht auch getrennt. Ich mag deine Haare. Dann habe ich ja wenigstens einmal meinem Bruder etwas voraus. Nicht nur einmal. Natalia erhob sich aus dem Bett. Dann umarmte sie Kyu-sung, streichelte ihn und zog ihn dann zu sich ins Bett. Heute würde er zu spät in der Bibliothek erscheinen. Gang Kyu-sung strahlte über das ganze Gesicht. Seit 4 Tagen wohnte Natalia nun schon bei ihm. Sie war so geheimnisvoll wie liebreizend und sie hatten die letzten Tage mehr Zeit im Bett verbracht als außerhalb. Er bedauerte, dass heute sein Bruder zurückkommen und somit die Zweisamkeit zerstören würde. Kyu-sung würde seinen Bruder bitten, auszuziehen. Schließlich war Sang-hung nun so gut wie fertig mit dem Studium, während er noch gut und gerne einige Semester benötigen würde. Nun mit Natalia an seiner Seite erst recht. Er sperrte hinter sich die Bibliothek ab, in der er kurze Zeit an einem Roboter gebastelt hatte.
sodass er zur kommenden Woche wieder einsatzbereit war. Frau Kim würde also zufrieden sein können. Hey, Kyu-sung. Fuang, wie geht's? Ich habe dich ja seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich habe viel zu tun. Ich habe neulich so eine Kleine getroffen. Die war auf der Suche nach deinem Bruder. Nach Sun-Hung? Sie hat nach Sun-Hung gefragt? Ja, ich glaube, sie hieß Natascha. Natalia. Oder so. Die aus eurem Dorf. Ich habe sie dann in die Bibliothek geschickt, da ich ja wusste, dass du da bist. Aus unserem Dorf? Sie kommt nicht aus unserem Dorf. Sie ist aus Undok. Hat sie aber gesagt. Mit der stimmt etwas nicht. Hoffentlich hast du dich nicht mit der eingelassen. Ich muss nun los. Mein Bruder kommt gleich. Gut, dann grüß ihn schön von mir, den Streber. Aber einer aus eurer Familie muss es ja schließlich zu etwas bringen. Du bist nett wie immer. Und sag ihm, er soll sich mal wieder die Haare wachsen lassen. So sieht er ja aus wie ein dicker tibetanischer Mönch. Ich werde es ihn wissen lassen. Natalia starrte auf die Tür seit einiger Zeit schon. Heute würde Gang Sang-Hun heimkehren und heute würde auch sein Todestag sein. Das würde alles verändern. Für ihre Familie, ihre Freunde, die ganze Nation. Und was würde aus ihr? Hatte sie sich zuerst noch verloren gefühlt in dieser Welt, in dieser Zeit, so war es nun etwas anderes. Sie mochte Gang Kyu-sung und konnte sich sogar eine gemeinsame Zukunft mit ihm vorstellen. Sie hatte sich alles zurechtgelegt, wusste nicht, ob sie mit ihrer Lügengeschichte durchkommen würde, aber sie musste es versuchen. Ein weiterer Blick zur Tür, sie öffnete sich. Ein kahlköpfiger Mann erschien, Gang Sang-Hun. Ich bin wieder da. Gut. Wer bist du? Eine Freundin von meinem Bruder? Ja. Mein Bett ist ganz durchwühlt. Hast du darin gelegen? Oh, warte, Kyu-sung. Das geht zu weit. Du bist also Gang Sang-Hun. Ja, das bin ich. Und ich werde mich bei Frau Sorg beschweren. Sie selbst hat angeordnet, dass Damenbesuche verboten sind. Du hast den alten Herrn Park umbringen lassen. Unseren Nachbarn. Und auch seine Enkelin. Was redest du da? Du bist ja verrückt. Natalia antwortete nicht. Sie ging mit wenigen Schritten auf den jungen Mann zu, griff nach einem Messer unter ihrer Kleidung und zog es einmal quer durch die Kehle Gang Sang-Huns. Als er seinen Mund öffnen wollte, stopfte sie ihm rasch eine Socke in den Mund und presste ihre Hand darauf. Er sackte zu Boden. Sie wartete einen Augenblick ab, bis sein Atem aufsetzte. Dann entfernte sie die Socke, zerriss ihr Kleid und blieb vor der Leiche sitzen. Es dauerte nicht lange und Kyu-sung kam hereingestürmt. Stumm blieb er vor ihr stehen. Er wollte mich vergewaltigen. Er war brutal und... Still, sag nichts mehr. Ich kann dir nicht glauben. Kyu-sung! Ich denke, dass du mich die ganze Zeit belogen hast. Du hattest es auf meinen Bruder abgesehen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber das macht nichts. Ich werde nicht zur Polizei gehen. Ich werde dir sogar helfen. Helfen? Ich habe einige Freunde, die eine Leiche verschwinden lassen können. Warum solltest du das tun? Ich habe meinen Bruder zeitlebens gehasst. Sein Ehrgeiz, sein Einschleimen bei den richtigen Leuten. Dass ihm einfach alles gelang. Seine vielversprechende Zukunft wird nun mir gehören. Du willst dich als deinen Bruder ausgeben? Ja. Ich werde mir den Kopf scheren, muss mir 10 Kilo anfressen, werde so reden wie er und werde seine Doktorarbeit einreichen. Ich denke, dass ich die Professoren überzeugen kann. Für meine Eltern werde ich mir etwas Besseres einfallen lassen müssen. Das wird schwierig. Und Kyu-sung wird verschwinden? Dem heult keiner hinterher. Ich habe bereits einen Selbstmordversuch hinter mir. Man wird denken, dass ich mit der Belastung des Studiums nicht zurechtgekommen bin. Was wird aus uns, Kyu-sung? Es kann kein Uns geben. Meinst du, ich möchte mit einer Mörderin zusammen sein? Ich werde dir die Kleidung besorgen. Dann kannst du gehen, Natalia. Ich mochte dich wirklich. Die Zeit der Leidenschaft ist nun vorbei.
Alles, was ich bis heute früh noch wollte, war eine Familie gründen. Vielleicht Kinder mit dir. Zusammen alt werden. Das hätte ich mir vorstellen können. Meine Ziele sind nun höher gesteckt. Die Zukunft wird zeigen, was daraus wird. Gangsang Hungstadt, 2095, ehemaliges Seoul, Vereinigtes Großkoreanisches Reich. Park Chung-uk räumte seine Außentische in seinem kleinen Laden. Er war schon seit gut 20 Jahren Obst- und Gemüsehändler in dieser kleinen Seitenstraße. Die Zukunft war an ihm, wie auch bei so vielen in diesem Land, vorbeigegangen. Er hatte gehört, dass andere Nationen zu den Sternen reisten. Aber davon konnte er als Koreaner nur träumen. Genauso wie er seinen Traum, Physiker zu werden, begraben musste, da seine Eltern gebürtige Südkoreaner waren und so zu den weniger Privilegierten in diesem Staat gehörten. Die großen Chancen eröffneten sich nur den ehemaligen Nordkoreanern. Er blickte hoch zu einer beleuchteten Reklametafel, die den großen Führer Gang Sang-hun zeigte. Ich habe ihn mal geliebt. Ach, du bist es wieder, Mütterchen Cho. Es war ein Fehler. Wenn du es sagst, Mütterchen. Hier, nimm diesen Apfel. Er hat schon eine braune Druckstelle. Den kann ich sowieso nicht mehr verkaufen. Die alte Frau nahm den Apfel dankbar entgegen. Mit ihrem fast zahnlosen Mund knabberte sie daran und schlurfte dann ihres Weges. Park Chang-uk blickte ihr noch einen Augenblick hinterher. Bedauernswertes Geschöpf. Doch wenigstens hatte sie sich abgewöhnt, ihn zu fragen, wann denn seine Zeitmaschine einsatzbereit wäre. Eine Zeitmaschine? Welch eine verrückte Idee. Mit der Frage des Zeitreisens hätte er sich vielleicht beschäftigen können, wenn er Physiker geworden wäre. Er schüttelte nachdenklich den Kopf und räumte dann die Kiste Äpfel in seinen Laden. Von der gegenüberliegenden Seite seines Geschäfts blickte von einem Plakat Gang Sang-hun hinab. Der Seitenscheitel vermochte kaum den übergroßen Wirbel auf seinem Kopf zu verdecken. Doch das war auch der einzige Makel des mächtigen Führers des Vereinigten Großkoreanischen Reiches. Sie hörten Zukunftschroniken. Gestern oder noch davor in Korea. Erzähler Werner Wilkening. Natalia Cho, Stephanie Preis. Gang Tyusung und Gang Sanhung, Horst Kurt. Dr. Park Chan-uk, Achim Klotz. Lim Fuong, Jan Borden. Soldat 1, Frank Keiler. Soldat 2, Marek Schädel. Soldat 3, Claudio Volino. Junge Frau, Janine Koch. Frau, Johanna Ehrlich. Polizist, Benedikt Benken. Bauer, Klaus Neubauer. Busfahrer, Martin Schwind. Ernteroboter, Marcel Ellerbrock. Bibliotheksroboter, Dorothea Stürmlinger. Frau Kim, Sandra Wegezeder. Intro, Jörg Buchmüller. Credits, Annika Gammerath. Schnitt, Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. Idee und Skript, Frank Hammerschmidt. Lektorat, Michael Gerdes, Sabine Schierhoff. Titeltrack, Martin Stelzle. Sounds und Musik, Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. Unter Verwendung von freesound.org. Bildbearbeitung, Magdalena Betnarek. Reflection Design, www.reflectiondesignbeplaced.net. Facebook,
www.facebook.com/reflectiondesign. Cover Design und Artwork: Thorsten Adams. Das Hörspiel untersteht der Creative Commons Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2017 in Zusammenarbeit mit www.hörspiel-werkstatt.de.